Guten Tag und herzlich willkommen zum Wochenrückblick der Elektronik. Haben Sie bereits Ihre Bikini-Figur zurück? Wenn nicht, ist das auch kein Problem. In der Elektronikbranche zählen schließlich die inneren Werte. Gute Nachrichten gibt es auch für die TU München. Deutsche und amerikanische Autobauer kuscheln jetzt mit China und ein bekanntes Unternehmen feiert bald einen runden Geburtstag. Wem wir gratulieren dürfen, das erfahren Sie in den nächsten 99 Sekunden. Die TU München ist herausragend bei der Erforschung künstlicher Intelligenz. Das geht aus einer Untersuchung des Magazins Times Higher Education hervor, deren Redakteure untersuchten, wie oft Universitäten von anderen zitiert werden. Unter den Top 10 ist die TU München das einzig deutsche Institut. Es gibt aber noch ein anderes europäisches Institut unter den Top 10 und das ist die Universität Granada, sogar auf Platz 4. Die Fabrik des Elektroautoherstellers Tesla in China ist beschlossene Sache. Das geht aus mehreren Medienberichten hervor. Der US-Konzern möchte bis zu 500.000 Autos im Jahr nahe Shanghai produzieren. Auch der VW-Konzern baut sein Engagement in China aus. Zusammen mit seinen Partnern möchte VW bis 2022 15 Milliarden Euro für Automotive-Themen bereitstellen. Und aller guten Dinge sind drei. BMW hat jetzt eine Joint-Venture-Vereinbarung mit dem chinesischen Unternehmen Great Motor Walls unterschrieben, um elektrische Minis in China zu produzieren. Vor 50 Jahren gründeten die beiden Physiker Bob Noyce und Gordon Moore das Unternehmen Intel. Sie gehörten zu den legendären untreuen Acht, die aus Unzufriedenheit über die Entwicklungsstrategie ihres damaligen Arbeitgebers Fairchild Semiconductors das Unternehmen verließen und eigene Firmen gründeten. Mehr als ein halbes Jahrhundert prägte Intel die Branche des Personal Computers. Am 18. Juli möchte Intel die Feier gebührend begehen mit 1500 Drohnen und einer fulminanten LED-Lichtshow. Wir gratulieren, hoffen aber auch, dass Intel bald die Sicherheitsprobleme seiner Chips in den Griff bekommt. Flandern testet das sogenannte Internet des Wassers, ein intelligentes Wassermanagementsystem bestehend aus einem Sensornetzwerk. Mehr als 1000 kleine drahtlose Sensoren überwachen und überprüfen die Qualität des Bodenwassers, des Grundwassers, des Oberflächenwassers und des gereinigten Abwassers. Damit kann der Bedarf besser an die tatsächlichen Wasserreserven angepasst werden. Und damit sind wir auch schon bei der Frage der Woche. Wir wollten ganz aktuell von Ihnen wissen, wie Sie zu den Fahrverboten für ältere Dieselfahrzeuge stehen. 37% von Ihnen sagten, sie sind zwingend erforderlich oder unabwendbar. Weitere 38% sagten, sie sind nicht nötig. Und 25% von Ihnen entschieden sich für die Option Katastrophe. Ich finde, die Frage ist sowieso überflüssig, da wir in einigen Jahren eh bald alle in Flugtaxis herumsausen. Das war's auch schon wieder mit dem Wochenrückblick. Genießen Sie die Ferien im In- und Ausland und noch ein wunderschönes Wochenende.